Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen. Ich möchte euch einladen, mit mir einen kleinen Streifzug für die nächsten Wochen und Monate zu unternehmen. Das heißt, ich möchte euch einfach ein bisschen Appetit machen auf das, was da jetzt kommt, weil irgendwie hat man ja wohl den Eindruck, ja, Sommer ist nicht mehr allzu viel, aber der Herbst kommt halt. Und damit ihr dann wisst, worauf es ankommt, zeige ich euch dann mal ein paar ganz tolle Modelle. Seid gespannt und bleibt einfach dran. Hallo liebe Eltern und hier bin ich wieder. Ich bin diesmal der Appetitmacher für die Herbst-Winter-Kollektion. Wobei, ich muss ja sagen, fangen wir doch erstmal mit dem Herbst an. Das macht ja viel mehr Spaß. Und gerade wenn man dann mal so einen kleinen Blick über die Farben gleiten lässt, die ich hier mal so ganz kurz aufgebaut habe. Also Leute, da muss ich ganz ehrlich sagen, wer da nicht Lust auf neue Schuhe kriegt und auf Farbe und auf Action und auf Power, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Aber lasst euch einfach mal überraschen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit einem ganz schicken mit einer schicken roten Gruppe mal hier an. Wie ihr seht, auch hier überwiegen wieder klare, frische Farben. Schwarz meistens in Verbindung mit einem auffälligen Druck oder in einer auffälligen Farbkombination. Und auch hier muss man wieder sagen, also rot geht ja auch immer, bei Jungs wie bei Mädchen natürlich, wer das gerne möchte. Aber von Ferrari bis Feuerwehrrot ist auch hier wieder alles dabei. Und schon gehen wir weiter in unsere grüne Fraktion. Ihr seht auch hier wieder, da bleibt eigentlich farbenwunschmäßig nichts offen. Also wir haben vom frischen Grün bis über das dezente Salbei bis hin zu dunklen Oliv ist alles mit vertreten. Vorzugsweise natürlich mit Lederfutter. Das ist auch das, was wir jetzt immer mit verkaufen und auch anbieten würden, weil wer jetzt schon gerne in die höhere Art gehen möchte von der Knöchelhöhe oder von der Schafthöhe her, der sollte dann doch auf Lederfutter setzen, weil dieses Material kann ich ja praktisch bis in den einstelligen Bereich hineinziehen, ohne dass mein Kind kalte Füße bekommt. So, dann wechseln wir rüber zu diesen wunderschönen dunklen Rot- und Beerefarben. Wie ihr seht, auch hier wieder die unheimlichsten Farbkombinationen oder Farben sind hier möglich. Farbschattierung, wie ihr seht, ich habe das auch mal ganz dezent mit mal passenden Mützchen dekoriert. Ganz einfach, ihr bekommt ja bei uns nicht nur Schuhe, sondern natürlich auch passende Accessoires dazu. Und damit wechseln wir auch rüber zu der großen Palette der Blautöne. Also ich sag mal, angefangen ganz klares Navyblau bis hin über Electric Blue, Royal, Petrol, Türkis, also da bleibt nichts offen, wie ihr seht. Das betrifft beide Geschlechter gleichermaßen. Also das heißt, also Blau geht immer und natürlich kann auch ein schönes Petrol oder ein schönes Türkis auch ein Junge anziehen. Wir haben hier noch zum Beispiel ein wunderbares Herbststiefelchen von einem spanischen Anbieter. Also für die kleinen Shishi-Mädels oder die es gerne etwas schicker mögen, gerade weil sie eine Strumpfhose oder eine Leggings immer gerne zur Tunika oder zum längeren Kleid mit anziehen, da ist das so die passende Ergänzung. Und richtig toll gemacht, komplettes Lederfutter mit einem ganz leicht angerauten innenstofflichen Futter, dass man den auch wirklich ein bisschen länger tragen kann. Aber wir sagen dann auch immer wieder, bitte nicht bei 20 Grad. Ein ganz neuer Vertreter, den wir jetzt hier drin haben, sind zum Beispiel die Chelsea Boots, diesmal auch von Däumling. Wie ihr seht, hier mit einer Sympatex-Ausstattung, also absolut herbstlich ausgerichtet. Und wie natürlich man auch sieht, von Däumling immer diese super schöne Passform für die schmalen Füße, schlanken Füße. Genau, schmal, schlank, kommt bei uns nicht zu kurz. Und natürlich auch die breiteren Füße kriegen bei uns noch das passende Schuhwerk. So, wer es etwas sportlicher mag, da gibt es auch noch verschiedene Variationen. Zum einen von Loti, zum anderen von Däumling. Also auch da, es muss nicht immer der klassische Lederschuh sein. Auch in Verbindung mit Stoff ist das durchaus noch bis zum Winter tragbar, bis ich dann sozusagen auf den Winterstiefel wechsle. Grau wird meistens in Verbindung mit einer zweiten oder dritten Farbe noch angeboten. Das heißt auch hier wieder schöne, auffällige Farb- und Materialkombinationen, die wirklich richtig Lust machen. Grau natürlich eine schöne, pflegeleichte Farbe für viele Eltern.
und ein idealer Kombipartner. Und zum Schluss, das Schönste aller Schönste, es gab diesmal richtig tolle Cognac- und Naturfarbentöne. Also wer sich sonst, wo wir uns sonst immer vielleicht ein bisschen schwer tun, angefangen von Maisgelb bis hin zu Terrafarben, Cognacfarben, Rehbraun, sage ich jetzt mal, ist wirklich alles vertreten. Und auch hier wieder super tolle Passformen, super tolle Materialien, sei es mit Stoßkappe, aber immer mit flexibler Sohle, wie sich das auch gehört. Ja. Und angefangen von den Barfußmodellen, wie ich es jetzt gerade hier von Däumling in der Hand hatte, bis zu den etwas stylischeren für die größeren als hohe Sneaker. Herz, was willst du mehr? Also ich sag mal, kommt einfach in den nächsten Tagen ins Schuhwidu, lasst euch überraschen und ihr werdet sehen, man findet auf jeden Fall was. Es ist jede Menge da und ich würde mich freuen, wenn wir euch damit begeistern können. Bis zum nächsten Mal und bleibt schön neugierig.